Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin. Und jetzt gibt es meine persönliche Prognose zum 13. Bundesliga-Spieltag. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die bei dem WM-Promo-Video einen Daumen hoch da gelassen haben. Mittlerweile, glaube ich, über 460 Daumen hoch, also sehr, sehr stabil. Macht euch schon mal gefasst. Mavericks WM-Studio kommt. Kommt pünktlich zum ersten WM-Tag, Freunde. Ne? So, als nächstes die Grüßliste. Ich habe ja schon mal angedeutet, ne? Jeder, der mich auf Instagram anschreibt und gegrüßt werden möchte, schreibt mich an und wird dann in dem nächsten größeren Video gegrüßt. Schreibt nicht nur, yo, hier, ich möchte gegrüßt werden, sondern schreibt auch, mit welchem Namen oder Künstlernamen oder sonst etwas ihr gegrüßt werden möchtet. Ja, manche schreiben, ich will gegrüßt werden und heißen dann XXX auf Instagram. Ja, also ohne Sinn. Ja, ist mal wieder die IQ-Intelligenz von manchen hier. Ne? Und dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal die Liste durch, Freunde. Die Grüßliste. Wartet mal ganz kurz, damit wir heute ein ruhigeres Video haben, gibt es erstmal ein bisschen Köder für meinen kleinen Banditen. Czekoladka, was gibt es denn heute? Erdbeerschokoladchen. So, Freunde, jetzt gehen wir erstmal die Grüßliste durch. Gegrüßt werden in diesem Video Chico Dr 44, Marlon den der Keinsdorfer König. Marlon, der Keinsdorfer König, wird gegrüßt. Kai, Manfred Hapel, der Schalke-Fan. Alex, Vongoloide Wonk, ist übrigens der erste Hater von Maverick TV, der, glaube ich, 10 Jahre schon dabei ist. Also Hater, die auch schon über 6, 7, 8 Jahre dabei sind, werden auch gegrüßt. Max Pohl, Jamal Ulche, Jamal Ulche, Tomo und Bommel, Grüße gehen raus. Mika, Luis und Leon, Grüße gehen raus. Flo, Florian G., Felix und Schmitti, Sebastian Eske aus Bremen und Florian Osman. Grüße gehen raus, danke für euren Support, danke, dass ihr meine Videos schaut. Ist natürlich auch eine Ehrenangelegenheit für mich. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt den 13. Spieltag durch. Europäische Gruppenpokalspiele gehen heute zu Ende mit der Conference League und der Europa League. Und wir beginnen jetzt mit der englischen Bundesliga-Woche. Ne? Jetzt gibt es Wochenende-Spieltag, dann nochmal mitten in der Woche, Dienstag-Mittwoch-Spieltag und darauf folgendes Wochenende. Und dann ist auch die Bundesliga zu Ende und dann geht es auch schon zu den Nationalmannschaften. Ne? Eine Woche Vorbereitung, sehr stabil und dann erstes WM-Spiel, Freunde. Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Aber so weit sind wir noch nicht. Dazu wird es ja auch das Mavericks WM-Studio geben. So, Freunde, erstmal einen Daumen hoch. Ne? Ihr wisst ganz genau, den Onkel muss man supporten. Die Maverick Army darf es nie vergessen, den Onkel zu supporten, denn euer Support ist hier Benzin. Benzin für mein Fließband sprechen, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Freitagsbegegnung morgen Gladbach gegen Stuttgart. Gladbach 4 Heimsiege aus 6 Spielen. Stuttgart noch keinen Auswärtssieg bei 3 Remis und 2 Niederlagen. Und ja, das ist eine klare Sache. Auch wenn Gladbach da einen schlechteren Tag erwischen sollte, wird es für einen Sieg gegen Stuttgart reichen. Und ich sage, das wird jetzt kein hohes Trollala, denn die Gladbacher, die sind jetzt auch nicht so überzeugend. Aber Gladbach trennt sich von Stuttgart mit einem 2:1. 2:1 Gladbacher Sieg ist eine stabile 2:05er Heimsiegquote für Gladbach gegen diese auswärts schwachen und allgemein schwachen Stuttgarter. Dann die Samstagsbegegnungen. Dortmund gegen Bochum. Ja, Bochum 0:06 auswärts. Was soll man da auch erwarten? Ne? Ist halt das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga. Dortmund 4:1:1 zu Hause.
Dortmund, 4 Heimsiege aus 6 Spielen, ne, ist eine klare Kiste. Dortmund im Heimspiel gegen Bochum, gegen dieses Bochum, ist eine ganz, ganz klare Kiste. Ne. Da werden die jungen Spunte von Dortmund die Bochumer richtig auseinandernehmen. Für mich ein 5-1 Heimsieg für Dortmund. Ist eine stabile 1,25er Heimsiegquote. Ne. Die ist sehr, sehr stabil. 1,25. Ne. Machst du eine Glocke drauf, hast du 250 Euro reingewinnen bei so einem Duell. Und meiner Meinung nach auch da über 3,5, das, weil ich denke, dass Bochum vielleicht mal ein Türchen machen könnte. Über 3,5 ist eine 1,95er-Quote. Dann sind wir bei Mainz gegen Wolfsburg und die Wolfsburger im Oktober ungeschlagen. 6 Spiele, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sind sie ungeschlagen. Aus 6 Spielen ein Auswärtssieg. Die Mainzer auch nur ein Heimsieg. Ne? Und zwar diesen letztens gegen Köln 5-0. Und ich glaube, die haben sich jetzt zu Hause ein bisschen warm geschossen. Ne? Und Wolfsburg bekommt jetzt mal wieder einen kleinen Dämpfer. Das wird ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für Wolfsburg in Mainz. Ich sage, Mainz besiegt Wolfsburg mit 2-1. Das ist eine Zweierquote auf Mainz. Hoffenheim-Leipzig. Ja, Hoffenheim letzte Zeit unfassbar schlecht. Ne? Ich frage mich, wie sie diesen, durch diesen Start sich da oben angesiedelt haben. Aber die werden jetzt durchgereicht. Und Leipzig ist zwar auswärts in der Bundesliga immer noch 0-3-3, aber die letzten Resultate, klar ist 2-0 gegen Leverkusen und jetzt in Warschau ein unfassbares 4-0 gegen Donetsk, auch 0-0. Ich glaube, die möchten jetzt zum Endspurt vor der WM jetzt nochmal ein paar Dreier holen und sich mal an die Champions League-Ränge nähern. So gesehen für mich ein glatter Auswärtssieg für Leipzig und Hoffenheim mit einem 3-0. 2 ist eine 2,25er auf Auswärtssiegquote. Auch das 1-0 Handicap 2 auf Leipzig könnte man ins Auge fassen mit einer 3,80er Quote. Dann sind wir bei Augsburg gegen Frankfurt. Ich habe die Augsburger zu oft meiner Meinung nach schon stark geredet. Ne? Da sind halt immer diese unfassbaren Siege gegen die Bayern aus München in Augsburg. Und dann habe ich die immer so positiv im Kopf. Ne? Aber ein Heimsieg aus 6 Spielen. Die Frankfurter haben 3 Auswärtssiege in der Bundesliga, haben unfassbar auswärts jetzt Sporting eliminiert durch einen Champions-League-Auswärtssieg bei Sporting in Portugal. Unfassbar, sind im Achtelfinale der Champions League. Und auch wenn die jetzt das ein oder andere Bierchen zu viel gesoffen haben, sind sie qualitativ und vom Willen her stärker als die Augsburger. Augsburg-Frankfurt, zwar werden die Augsburger gegen die wohl müden Frankfurter ein Türchen machen, aber am Ende setzt sich die Qualität durch. Augsburg-Frankfurt 1-2 Auswärtssieg für Frankfurt, 1,75er Quote Frankfurt. Beide treffen für mich eine ganz klare 1,52er Quote. Dann sind wir bei Hertha gegen Bayern. Hertha ein Heimsieg gegen die unfassbaren Schalker. Ne? Ansonsten 4 Remis, eine Niederlage. Also zu Hause grottenschlecht. Ne? Die Bayern, ja, die laufen jetzt. Ne? Auch wenn sie jetzt durch sind, Freunde, in der Champions League waren sie durch und dann gewinnen sie trotzdem die letzten beiden Spiele. 3-0 in Barcelona, 2-0 zu Hause gegen Inter, 0-0 beide. Ne? Und ich sage, der größte Erfolg bei diesem Spiel wird sein, dass Hertha ein Türchen macht. Ne? Bayern 6, 1-6. Das ist ein katastrophales Hertha-Team. Da wird es in den ersten 15 Minuten schon zweimal regnen. Und die Bayern können da ganz locker aufspielen und werden die Lücken finden, suchen, finden und erfolgreich abschließen. Hertha wird zu Hause eine der höchsten Klatschen jetzt bekommen, die sie in dem letzten Jahrzehnt erhalten haben, wenn nicht noch länger her. Hertha Bayern 1-6, eine sehr gute 1,25er Quote auf Bayern Auswärtssieg. Also muss man sagen, die 1,25er an die High Roller für Dortmund und die 1,25er für Bayern könnte man kombinieren. Hat man, wie viel ist denn das jetzt? 1,6er, ne? Und wenn man da eine Glocke oder zwei Glocken drauf buttert, hat man eine Glocke gewonnen, ne? Für nix, weil, entschuldige mal, Dortmund zu Hause gegen Bochum und diese Hertha gegen die Bayern, klare Sache. Also Hertha Bayern 1-6, über 3,5 Partie für mich auch mit einer 1,72er und beide treffen, da ich ein Tor zu Hause Hertha gegen Bayern zutraue, ist eine 1,65er. Dann sind wir bei Bremen gegen Schalke und die Bremer haben jetzt auch Hertha zu Hause besiegt. Und die Hertha haben die Schalker besiegt. So gesehen ist das Bremen-Schalke-Ding auch ein klares Ding. 2 Heimsiege bei 6 Spielen. Schalke auswärts noch ohne Sieg bei 2 Remis und 4 Niederlagen. Klares Ding für Bremen. 3-1 ist eine 1,62er Heimsiegquote auf Bremen. 0-1 Handicap 1.
an alle, die sich trauen, kann man auch ins Auge fassen mit einer 2,40er. Und dann sind wir bei den Sonntagsbegegnungen. Und diese Partie zwischen Leverkusen und Union hat mir den Kopf zerbrochen. Ich denke ja immer, Leverkusen schafft jetzt den Turnaround. So, denke immer so, die sind ja qualitativ. Eigentlich gehören sie in die, zumindest in die Top 6, auch wenn sie einen schlechten Start hatten. Aber da verbessert sich ja gar nichts. Da verbessert sich ja gar nichts. Gegen Club Brugge zu Hause wieder kein Tor, 0:0. Und das ist ja grottenschlecht. Gegen Leipzig kein Tor. 2-0 auch dort verloren. Die letzten beiden Spiele kein Tor. Also ich denke, die Unioner werden nicht nochmal den Fehler machen. Ich war hier tendenziell in der Woche auf Richtung Leverkusen, aber ich muss sagen, Union wird daraus lernen. Sie werden nicht nochmal den Fehler machen und so wie gegen Bochum Punkte da lassen. Die sind nicht umsonst nach 12 Spieltagen Erster. Und gegen dieses schwache Leverkusen, vor allem offensiv, wird Union, die sehr abwehrstark sind, gut stehen und ich glaube, die werden effektiver sein und ein Auswärtssieg landen. Leverkusen Union 1:2 Auswärtssieg für Union Berlin. Union bleibt oben und behält Platz 1. Ist eine stabile 3,30er Quote für Union auf Union. Und dann sind wir bei Freiburg Köln, die beide ja heute nochmal ran müssen. Freiburg in die Walachei gereist und Köln zu Hause um alles gegen Nisa, gegen die Franzosen. Bedeutet, heute gibt es mal wieder bestimmt auf europäischer Bühne Problemchen, denn da, wo Köln auftaucht, europäisch, da passiert immer Rambazamba. Aber Freiburg 3-1-1, zu Hause sehr stabil mit 3 Siegen, Köln ein Auswärtssieg. Und ja, für mich ist es hier eine klare Sache. Freiburg ist einfach ein besseres Team. Ja, und auch in einer besseren Verfassung. Und die werden das zu Hause natürlich nutzen und zu Hause einen Heimsieg gegen die Kölner landen und zwar mit 3:1. Ein Tor traue ich dem zu, deswegen ist eine sehr gute Quote. Beide treffen mit einer 1,60er. Am Ende gewinnt Freiburg mit einem 3:1, 1,70er Heimsiegquote auf Freiburg. Das war meine Prognose auf Maverick TV zum 13. Bundesligaspieltag. Ich bedanke mich bei allen, die einen Daumen hoch gegeben haben, bei allen, die gegrüßt werden wollten und wünsche euch ein schönes Wochenende. Erstmal heute nochmal die schönen europäischen Spiele, gibt es ja genug von. Gönnt euch dazu nochmal die Conference League Prognose und dann wünsche ich euch einen schönen 13. Bundesligaspieltag. In diesem Sinne, mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Geldzählmaschine.